verletzt mich also auch. Ich hoffe, das hat geklappt. Oh, wo zielt sie denn schon wieder hin? Mensch, Lara, echt. Ist das zu glauben? Ja, natürlich. Ach, Mensch. Huch! Beinahe wäre ich einen Abgrund runter. Och. Oh, ich bin schon wieder satt. Ganz ruhig bleiben. Also da könnte ich sie schon wieder einen Kopf kürzer machen dafür. Wenn ich schon sehe, wie falsch die zielt, da bin ich schon bedient, echt. Na komm. Wenn das dann noch eine halbe Stunde lädt, könnte ich erst recht platzen. Oh, guckt euch das an, wo sie hinzielt. Die machen mich wahnsinnig, die blöde Kuh. Ja, natürlich. Oh, das ist Kotzen. Und da braucht sie eine halbe Stunde zum Zielen. Die macht mich wahnsinnig. Oh, hallo. Wie wär's, wenn du mal schießt, du dämliche Kuh? Sie macht es nicht. Sie macht's einfach nicht. Oh, ich hab schon wieder die Schnauze voll. Ja, natürlich. Oh, ich explodiere gleich. Ich hab's endlich geschafft, nach gefühlten 50, nee, 100 Versuchen. 100 Ausrastern, nee, 1000 Ausrastern. Und beinahe wäre mein Laptop zu Schrott gegangen vor lauter Wutanfällen. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also so habe ich noch nie oder schon ewig nicht mehr einen Wutanfall gehabt. Ich war ehrlich gesagt froh, dass ein Schrank neben mir stand, der das dann abgekriegt hat, anstatt mein Laptop. Sonst wäre da vielleicht wirklich hin gewesen. Diese blöde Schlampe, ey. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Ja, man hat gesehen, das war jetzt die Vergangenheit. Also Laras Mutter. Du wirst es nie verstehen.
Ich verschwende nur meine Zeit. Drück am besten ab. Aber Lara ist leider zu gutherzig. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Hat recht. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alles da? Geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Lara hangelt da einfach ganz gemütlich rüber. Für sie kein Problem. Für mich wäre es schon eins. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da aber festhalten kann, nur mit den Händen. Okay, wir haben es geschafft. Ja, ich habe schon mal das Croft Manor angefangen, weil ich so in Rage war, dass ich mal eine Pause machen musste. Ja, und da habe ich gemerkt, ich habe noch gar nicht viele Outfits freigeschaltet, aber das werde ich vielleicht nochmal machen. Jetzt habe ich ja auch nicht so viel darauf geachtet, die ganzen Secrets einzusammeln, das kann ich ja alles noch nachholen. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei meinem Let's Play, auch wenn nicht immer alles hingehauen hat und wenn ich Lara viel gequält habe, wirklich sehr, sehr viel gequält habe. Aber natürlich unabsichtlich. Ja, ich werde bestimmt noch andere Tomb Raider Teile Let's Playen. Wie gesagt, am liebsten ja das Neueste, nur leider habe ich das auf PS3, also das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das alles so hinkriege, wie ich das möchte. Ja. Und ansonsten, ihr könnt ja auch sagen, falls ihr euch noch was wünscht von mir. Die meisten wünschen sich zwar gerne so Horrorspiele wie Silent Hill. Sind tolle Spiele, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das so hinkriege. Also was heißt hinkriege, aber da es ja ziemlich gruselig ist. Aber mal sehen, ich habe ja Alone in the Dark geschafft, auch wenn ich das als Kind sogar schon gemacht habe, also müsste ich das ja jetzt auch hinkriegen. Auf jeden Fall wird noch von Command & Conquer Renegade kommen. Ein Eco-Shooter, den ich schon immer gern gespielt habe. Auch als Kind. Also ich habe als Kind schon immer ziemlich früh angefangen mit den ganzen Spielen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Eure Lovely Serasa.